Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Einfach Elektrisch. Ja, wir wollen uns mit euch gemeinsam das Facelift des Peugeot E2008 anschauen. Den haben wir euch ja vor vielen Jahren schon mal vorgestellt und jetzt hat Peugeot ihn völlig neu aufgelegt, neue technische Features reingepackt, eine andere Antriebsvariante, ein größeres Akku-Pack und natürlich auch optische Veränderungen, die nicht nur positiv sind, dazu aber später mehr. Wir zeigen Ihnen euch heute klassisch in einer Review mit ausführlichem Fahrbericht, um euch mal die Vor- und Nachteile des Peugeot E2008 der Generation 2024 zu zeigen. Ich würde sagen, du checkst mal, ob du schon den Fahrstein hast für dieses Video. Schau bitte mal nach, ob du Teil der Einfach Elektrisch Community bist. Wenn nicht, würden wir uns freuen, wenn du uns mit einem Abo unterstützt. Und dann verpasst ihr auch in Zukunft nicht die neuesten Videos. Jetzt geht's los mit dem Peugeot E2008. Und wie immer starten wir von außen, starten von vorne. Schau mal auf die Frontpartie des Facelift vom E2008. Da steht hier und darunter dann das neue Peugeot-Logo. Finde ich, ist sehr geschmackvoll gelungen mit dem Löwen. Ich bin ja vom Sternzeichen auch Löwe und das matcht natürlich auch hier beim Peugeot sehr, sehr gut. Die Farbe, so ein schönes Blau-Metallic, erinnert uns so ein bisschen an die Côte d'Azur, oder? Schon, ja. Peugeot hat Chrom weggelassen, hat alles so ein bisschen abgedunkelt, alles ein bisschen moderner gemacht und hat endlich mal hier seine Krallen ausgefahren, weg von diesem Haifisch-Image jetzt zu so einer Kralloptik im Tagfahrlicht und darüber LED-Technik auch in den Scheinwerfern. Das ist ja wichtig, um dann halt auch eine gute Sicht bei Nacht zu haben. Ja, drei Ausstattungsvarianten gibt es. Beginn tut er ab gut 39.000 Euro. Dann als Active mit dem kleinen Motor. Wir haben ihn hier als Allure. Das ist die zweite Ausstattungsvariante. Und wer es noch größer und besser haben möchte, da gibt es auch nochmal die GT-Variante, die nochmal ein bisschen sportlicher, ein bisschen performanter ist. Ja, zwei Elektromotoren gibt es. Einmal 100 kW, 136 PS oder wie wir ihn haben, dann für ca. 1.000 Euro mehr mit 115 kW, 156 PS. Und da hat er auch hier eine Allure-Ausstattung, wie ich finde, ganz schöne Alufelgen, so ein bisschen aerodynamisch, optisch optimiert. Und das Ganze dann halt eben auch auf 215, 60 R17er Felgen. Wer es also größer mag, der findet dann entweder im Aftermarket eine Lösung oder vielleicht dann halt auch in der GT-Linie. Ja, Chrom ist größtenteils weg. Alles ist so ein bisschen schwarz glänzend. Auch hier so um die Scheibenrahmen herum. Nur hier unten ist so ein bisschen grau am Kunststoff entlang. Muss ich aber sagen, passt zu ihm. Ist ja so ein kleines, kompaktes Elektro-CUV, SUV. Das liegt ja dann immer auch im Auge des Betrachters. Ja, wenn wir dann zur Heckpartie bekommen, die Veränderungen von Peugeot sind immer klein, aber fein, dann finde ich, ist es aber sehr, sehr gut gelungen. Das ganze Auto wirkt noch frischer, noch moderner und gerade auch mit den LED-Rückleuchten, finde ich, hat es eine gewisse Performance. Wir haben hier einen schönen Heckkanten-Spoiler verbaut mit dem dritten Bremslicht drin und wir haben hier unten eine schöne, dicke, fette Kunststoffstoßstange. Das ist ja gerade wichtig, wenn man im urbanen Umfeld mal fährt und gerade in Frankreich, wo der Peugeot ja herkommt, da wird es ja öfter mal gedrängelt und geditscht und gedetscht, ne? Ja, und dann ist es natürlich besser, wenn das nicht lackiert ist. Es gibt ja Hersteller, die gehen mit uns den Weg nach vorne. Vorne meine ich ohne Haifischflosse, Technik in die Scheiben, in die Außenspiegel und in die Karosserie integriert. Bei Peugeot gehen sie den entgegengesetzten Weg, 180 Grad. Ich weiß nicht, ob sie uns ärgern wollen oder ob sie einfach diese Haifischflosse hier hinten als Antenne toll finden. Da nochmal farblich in schwarz glänzend abgesetzt, weil ich zeige euch mal das Vor-Facelift-Modell, wie das ausschaut. Und ich verstehe es nicht, Peugeot, es geht doch ohne. Das ist doch hier der E2008 Vor-Facelift, Steffen. Ohne Haifischflosse, die Technik in die Scheiben, in die Außenspiegel integriert. Eine schöne, klare Linie. Und beim neuen Modell mit der Haifischflosse. Ja, was hat sich verändert? Das zeigen wir euch hier nochmal an dem Vor-Facelift. Wir haben ihn hier nochmal in einem schönen, ja, Orange, Bronze, Gold, Metallic, je nachdem, wie die Sonne so raufscheint. Das sieht, oder Kupferfarben könnte man auch sagen. Schöner Perlanteil drin, aber ihr seht es hier, keine LED-Scheinwerfer. Wir haben Halogenlicht. Und hier vorne noch das alte Peugeot-Symbol, hier oben dann das 2008. Also da muss ich sagen, da ist der Peugeot, finde ich, 2024 doch wesentlich schicker geworden. Und da freue ich mich einfach über das Facelift. Hier haben wir auch nochmal zum Vergleich dann die schwarze Variante, wo wir hier auch nochmal schön hier diesen
diesen Haifisch-Optik haben. Also da muss ich sagen, das sieht schon so ein bisschen futuristischer aus, oder? Was sagst du, Steffen? Ja, gute Entwicklung auf jeden Fall. Aber jetzt mal ohne Flachs, wie kann man denn bitte ein Auto ohne Haifischflosse bauen und jetzt bei allen neuen Modellvarianten, du kannst ja hier einmal rüberschwenken, ist jetzt eine Haifischflosse drauf. Also verstehst du das? Nee, unerklärlich, wirklich. Skandal. Lasst uns über die Länge sprechen. Wir sprechen von kompakten 4,30 Meter. 1,52 Meter ist er hoch. Der Radstand beträgt 2,56 Meter. Und die Breite 1,77 Meter. Das heißt, mit Außenspiegeln sind wir unter 2 Meter Gesamtbreite. Ja, wir haben ein neues Akku-Pack mit dem Facelift bekommen, was sich hier zwischen dem Radstand verbirgt. Mit 50,8 Kilowattstunden netto nutzbar und 54 Kilowattstunden Gesamtinhalt des Akku-Packs. Das finde ich richtig klasse. Wir haben ein Leergewicht von gut 1,6 Tonnen. Also, wie ich finde, auch noch eine ordentliche Gewicht-Größen-Verhältnismäßigkeit. Wir können dreiphasig an AC-Wechselstrom mit dem Typ-2-Anschluss dann 11 kW laden und optional DC dann an der passenden Schnellladesäule bis zu 100 kW im Peak, sodass wir das Akku-Pack dann wohl von 10% auf 80% ja in gut 28 bis 30 Minuten nachladen können. Das haben wir euch ja auch schon vorgeführt. Ich verweise hier auf das Video mit dem Opel Astra Electric beispielsweise, der das gleiche Akku-Pack und den gleichen Elektromotor verbaut hat. Er gehört ja genauso wie Peugeot zum Stellantis-Konzern. Schauen wir unter die vordere Haube, stellen wir fest, dass Peugeot scheinbar nicht intensiv unsere Videos guckt, oder? Ja, keine Haubenlüfter. Es fehlen die Haubenlüfter, die wir empfohlen haben, schöne Dämmung und wir haben hier das neue Elektroaggregat. Bisher gab es ihn ja mit 100 kW, 136 PS und 260 Newtonmetern Drehmoment und jetzt haben wir quasi 115 kW, 156 PS, ebenfalls 260 Newtonmeter Drehmoment und dadurch halt auch so ein klein bisschen mehr Punch, mehr Power. Da wollen wir mal schauen, ob sich das im Fahrbericht dann wirklich bemerkbar macht, oder? Was sich bemerkbar macht, ist, finde ich, hier der fehlende Frunk. Hier ist also noch ein bisschen Luft. Hier hätte man eine schöne Wanne integrieren können, einfach um das Typ 2 Ladekabel im Winter dort zu verstauen. Warum ist das vielleicht interessant? Weil wir, wenn wir dann ins Gepäckvolumen schauen, da vielleicht nicht die passende Ablagemöglichkeit haben einerseits. Und andererseits ist es halt im Winter, wenn das Wetter schlecht ist, wenn es regnet, schneit, das Kabel kladdernass ist und dreckig wird, halt auch nicht so schön, das mit irgendwie in den Innenraum zu nehmen. Da ist so eine Schale hier vorne halt immer mega praktisch in Verbindung mit Haubenlüftern, glaube ich, eine feine Sache. Ja, Steffen, wollen wir mal hören, wie es so klingt in Frankreich? 3, 2, 1. Satt. Für euch ist viel wichtiger vielleicht als der Frunk vorne, der Trunk, also der Kofferraum im Heck. Ja, elektrisch geht es leider immer noch nicht zu. Leider deswegen, weil es ja einige Autos in dieser Größe gibt, beispielsweise der Aura 03, der uns auch den Kofferraum elektrisch öffnet, oder? Ja. So ehrlich muss man sein. 405 Liter Kofferraumvolumen erwarten uns hier. Und ihr seht schon, dass man hier schön das Typ 2 Ladekabel hier hingepackt hat und so natürlich einen Teil des Kofferraums damit versperrt. Ja, das borstige Kabel nehmen wir mal raus. Das hätte ja vorne im Frunk, wenn es einen gäbe, viel besser reingepackt. Und dann sehen wir hier so einen schönen doppelten Ladeboden. Steffen, guck mal, hier ist nämlich nur so ein kleines Fach und da unten dann noch das Kabel rein zu friemeln, das ist natürlich irgendwie nicht so schön. Ja, den könnt ihr hier unten reinlegen, um mehr Volumen zu haben, so wie es eben war. Schaut bitte mal. Oder ihr könnt ihn, das habe ich ja auch beim Renault Scenic so ein bisschen kritisiert, der hat nämlich keinen doppelten Ladeboden, oder hier oben schön bündig abschließend, so hätten wir halt hier Platz, eventuell, wir testen das mal, das Kabel in die untere Ebene zu packen, aber wenn wir dann hier die Einkaufskisten drin haben, etc. pp., das geht hier noch nicht mal richtig schließend von der Höhe runter. Ja, wie kommt man ans Kabel? Einkäufe raus? Kabel raus, genau, Einkäufe wieder rein. Ja. Also deswegen wundert es mich, dass manche wirklich so ein bisschen, ja, hämisch schon bemängeln, dass wir immer auf dem Frunk bestehen oder das ansprechen, wenn es den nicht gibt. Wir machen das ja in eurem Sinne, dass ihr es halt einfach habt, oder? Also wir machen das jetzt nicht zum persönlichen Wohlbefinden, weil wir jetzt irgendwie hier fanatische Frunk-Liebhaber sind, sondern uns geht es ja darum, euch
bestmöglich so ein Auto zu zeigen. Ja, schöne Hutablage, schön massiv, gefällt mir sehr, sehr gut. Die packen wir hier mal vorsichtig an die Seite. Ja, du siehst, Steffen, das passt hier nicht, ne? Nee, das drückt halt immer hoch, ne? Ach, und Peugeot, ihr habt doch sonst immer so eine ordentliche Qualität. Warum hat es denn hier nicht für einen Teppich oder Filz gereicht, ne? Tja, das wäre auch schön, ne? Weil das zerkratzt doch ziemlich leicht, wenn da mal irgendwie was Scharfkantiges gegenkommt. Hier übrigens auch. Finde ich ein bisschen schade. Hier unten vielleicht dann noch mal einmal so Aluminium eloxiert drüber, dass man hier an der Beladungskante rankommt. Aber Steffen, schau bitte mal, die Beladungshöhe finde ich klasse, oder? Das ist okay, ja, das passt wiederum. Also das ist wirklich eine tolle Geschichte. Ja, wem die 405 Liter nicht reichen, der hat die Möglichkeit, 60% der Fahrerseite umzuklappen und selbstverständlich auch die fehlenden 40% der Beifahrerseite. So, das war insgesamt, und das ist, finde ich, für die Größe 4,30 Meter schon ein ordentliches Volumen, auf über 1400 Liter Beladungsvolumen kommen. Das ist eine Menge, da kriegst du was rein. Lass mich raten, was manuell aufgeht, geht auch manuell zu. Na. Irgendwie schade, ne? Es würde dem Peugeot schon stehen, so eine elektrische Heckklappe, oder? Ja, einfach nur das Knöpfchen drücken, ne? Wäre schön. Wem die Inhalte im Auto nicht reichen, hat die Möglichkeit, hier an der Dachreling einen entsprechenden Dachgepäckträger zu montieren, wohl mit einer Dachlast von bis zu 80 Kilogramm. Ja, bei der Anhängerkupplung, da gibt es diverse Varianten, wo ich so ein bisschen verunsichert bin. Gibt es eine, gibt es keine, weil da das Internet halt auch diverse Varianten ausspuckt. Also ich habe nochmal beim Peugeot-Händler hier nachgefragt. Mir wurde gesagt, offiziell gäbe es keine Anhängerkupplung, auch keine Anhängelast und wohl auch keine Stützlast. Das ist wohl anders als beim Peugeot E308, der ja zumindest eine Kupplung hat, wo man dann einen Fahrradheckträger montieren kann. Es soll aber wohl Aftermarket-Lösungen inzwischen geben, wo man eine Anhängerkupplung nachrüsten kann, um dann 60 Kilogramm Stützlast zu montieren. Da gäbe es wohl auch eine ABE für, habe ich mir sagen lassen. Ich kann es nicht beurteilen, ich will euch auch nicht falsch informieren. Deswegen, wenn ihr euch für eine Anhängerkupplung interessiert, respektive die entscheidend ist, informiert euch bitte beim Peugeot-Händler etc. pp., weil wir können dazu nur dieses Halbwissen aus dem Internet und vom Peugeot-Händler weitergeben. Außen haben wir euch alles gezeigt. Lasst uns nach innen schauen. Wir haben hier Einfachverglasung verbaut, aber das ist in der Fahrzeuggröße auch meistens die Regel. Optionale Doppelverglasung habe ich jetzt erstmal nicht gefunden. Ja, Türverkleidung haben wir hier oben. Wirklich einen harten Kunststoff, der ist auch 0,0 unterschäumt. Das einzig Positive ist, dass er halt so ein bisschen optisch gemasert ist. Dann haben wir hier so eine Carbonstruktur-Optik. Muss ich sagen, sieht schick aus, oder? Ja, hat was. Hier so ein bisschen schwarz glänzen, auch wieder mit so einer Maserung. Also da gibt sich Peugeot wirklich Mühe. Hier haben wir keine Verkleidung nochmal irgendwie mit einem Kunstleder oder einem Gummi. Hier ist so eine Kunstlederauflage, die ist auch weich gepolstert mit einer Naht. Wir haben die Fensterheber, wir haben die Spiegelverstellung und dann haben wir hier die Armada härtesten Kunststoffs. Muss ich sagen, ist halt zwar von der Maserung wertig gemacht, aber Plaste bleibt halt Plaste, ne? Mhm. Ja, hier unten haben wir dann kein Teppich, kein Filz, hier raschelt's und klappert's. Aber da kann man sich gegebenenfalls vielleicht selber eine kleine Lösung schaffen im Baumarkt. Wenngleich ich sagen muss, wir dürfen ja eins bitte nicht vergessen. Die Elektroautos haben ihren Preis. Das Auto hier startet ab gut 39.000 Euro, ne? Das ist eine Menge. Und damit auch irgendwie so 13.000, 14.000 Euro teurer als der vermeintliche Verbrenner. Also von daher finde ich, kann man schon so eine gewisse Wertigkeit doch eigentlich erwarten, oder? Für so einen deutlichen Mehrpreis. Sollte man meinen, ja. Herzlich willkommen hier zum Armaturenträger des Peugeot E2008. Was mir ganz gut gefällt, ist, dass dieses Informationsdisplay schön weit oben sitzt, sodass es quasi im Sichtfeld des Fahrers ist. So vermisst man meines Erachtens auch kein Head-Up-Display, weil das wäre dann irgendwie so ein bisschen doppelt gemoppelt. Ja, diese Carbonstruktur, die zieht sich dann einmal hier so rüber quer über den Armaturenträger. Muss ich sagen, diese Carbonoptik, das sieht schick aus. Auch dieses oben unten abgeflachte Lenkrad sieht schick aus. Das kann man übrigens auch in der Höhe und in der Distanz verstellen, aber je nach Körpergröße muss man es halt ziemlich weit nach unten machen, schränkt so ein bisschen dann die Beinfreiheit ein, um halt nicht irgendwo das Sichtfeld des Infotainment-Displays zu versperren. Finde ich irgendwie suboptimal, da fand ich beim E3008, den wir euch ja auch schon gezeigt haben, also sozusagen eine Nummer größer, diese 24 Zoll Curved-Display-Variante irgendwie so ein bisschen schicker, ne? Ja, sah schon besser aus.
Zurückzukommen hier zum Multifunktionslenkrad, haptische Tasten, Drehräder, Blinkerhebel, Wischerheber, alles schick. Start-Stopp-Knopf, finde ich, kann man sich sparen. Wenn man auf eine Bremse tritt, geht das Auto an. Wenn man es mit der Fernbedienung verschließt, geht das Auto auf. Wofür dann noch dieser unnötige Knopf, den man ständig vergisst, wenn man aussteigt, ne? Oh ja. Ja, schönes Informationsdisplay, 21:9, so leicht gecurved zum Fahrer, alles so ein bisschen fahrerorientiert, das kennen wir ja früher so ein bisschen von BMW, fragt mich, warum man dieses Element da nicht auch so ein bisschen gecurved hat, hat man ja auch zum Beispiel beim E3008 dann anders gemacht, aber was wir hier auf jeden Fall haben, ist nochmal so eine kleine Armade an Schaltern, die Sitzheizung und einen manuellen Drehregler dann für die laut und leise Steuerung. Ja, Navigationssystem, muss ich sagen, ja, reagiert halt so semi-flüssig, ne, wenn wir mal ehrlich sind. Da gibt es andere Hersteller, die das, glaube ich, von einer Prozessorenleistung dann deutlich schneller können. Ist halt die Frage, ob in dieser Fahrzeugklasse das so ein ausschlaggebender Punkt ist. Für mich ausschlaggebend ist immer hier die Home-Taste, um ins Hauptmenü zu kommen. Und ausschlaggebender ist für mich dann Apple CarPlay und Android Auto halt auch entsprechend voll integriert im Infotainment. Weil da können wir halt dann auch Google Maps nutzen, was ja auch immer recht flüssig dann halt eben funktioniert, wenn das Handy halt mitspielt, oder? Mhm. Wobei das mag Google irgendwie gar nicht so mit Touch, ne? Die haben immer noch hier diese komische Raus- und Rein-Scrolle, ne? Find ja, ich auch. Das muss auch irgendwann dringend mal geändert werden. Ja. Finde ich absolut auch. Ja, schönes Fach haben wir hier unten. Da ist nämlich dann halt auch eine wohl induktive Ladefläche drunter versteckt, die jetzt auch funktioniert, okay. Wo auch ein großes Smartphone hineinpasst. Wir haben USB-C links, USB-C rechts und haben halt die Klappe hier sehr schön gemacht, um das Ganze zu verstecken. Weil es ja schon den einen oder anderen, ich habe mich auch mal ertappt, lässt dein Handy im Auto liegen, ne? Ja. So, und das ist auch gerne mal in manchen Großstädten ja irgendwie ein Anlass, ein Auto zu knacken, weil richtig. Dann irgendwie so ein Smartphone für 1,5, 1,8K da drin liegt. Ja gut, diesen Menschen kann man dann halt nicht helfen. Ja, Schlüssel ist so, ja, einfach gehalten, ne? Aber funktionabel. Hier ein schönes Fach, so ein bisschen geriffelt. Da hätte ich mir statt harten Kunststoff irgendwie weichen Kunststoff gewünscht, weil, guck mal, dann raschelt und klappert das nicht. Ne? Oder selbst so eine Gummieinlage oder so, ne? Gibt's genau. Dann haben wir hier 12 Volt. Haben hier alles so mit Klavierlack, muss man mal schauen, wie lange das halt kratzer- und touchfrei ist, weil hier schon ein bisschen Staub, ein paar Fingerabdrücke. Da, wo nämlich dann der Fahrstufenregler ist, wo wir halt auch noch die B-Taste haben, ab E3008 gibt es die auch nicht mehr und haben hier nochmal so ein bisschen dieses Carbon-Optik. Das ist geil gemacht, oder? Ja, so? Das ist nicht Carbon, ja. Ja, zwei Becherhalter, ein tiefer und ein flacherer. Warum die nicht beide gleich hoch sind, das weiß wahrscheinlich auch noch Peugeot. Elektrische Parkbremse, Drive-Mode-Schalter für Eco, Normal und Sport. Und dann haben wir hier im Prinzip nochmal so ein kleines Fach, wo wir dann auch nochmal so einiges an Gedöns reinpacken können, wie unseren Draggy, weil wir ja GPS gemessen dann alles auch testen wollen. Hier nochmal so ein kleines Münzfach. Ne? Das ist übrigens weicheres Gummi, dass es nicht raschelt und klappert. Das ist schon mal gut, ne? Das ist super, ja. Aber auch die Mittelarmlehne, ne? Statt die einfach mit so ein bisschen Filz auszukleiden. Nee, ne? Das ist auch alles. Also das ist jetzt aber wirklich Lieferwagenplastik, ne? Ja, okay. Also mal ganz im Ernst, Peugeot. Das ist schön gemacht hier wieder mit Kunstleder und einer Naht. Ich bin ja irgendwie, guck mal, das kannst du auch verstellen, um die Ergonomie herzuleiten. Also da muss ich ja sagen, bin ich wieder ein Freund von, ne? Aber warum muss man immer so teilweise so mal hier einen Filz und da einen Teppich weglassen? Ich verstehe statt mal irgendwo mal sich auf eine Linie zu einigen, ne? Ja, aber dann machst du lieber statt 39K 39,1 und du hast ja, und dann hast genau und zu klappern, hier, ne? Hier mal ein Stück Teppich, da mal ein bisschen Gummi. Kann auch nicht so schwer sein. Ich lese die Erzürnung in den Kommentaren. Wie kann der Olli 100 Euro mehr für nicht rascheln und nicht klappern im Elektroauto? Ja, wir haben doch alle kein Geld. Was bildest du dir ein? Ja, tut mir leid. Dann lass es lieber rascheln und lass es lieber klappern. Und ich wollte natürlich auf gar keinen Fall, möchte mich auch nochmal von dieser Aussage distanzieren, euch 100 Euro wegzunehmen für ein teures Elektroauto, was nicht raschelt und nicht klappert. Also schreibt da gerne mal in die Kommentare, ob ihr die 100 Euro Raschel-Klapper-Fraktion seid oder ob ihr euch sagt, boah, ist mir völlig wurscht, lieber einen Huni sparen und lass es rascheln und lass es klappern. Ja, zurückkommen zum Auto, haben wir hier die Allure-Ausstattung, finde ich auch mit einem schönen Muster, hier aus Stoff und Kunstleder, dann auch mit einer schönen Naht gemacht, haben eine ordentliche Unterstützung hier im Lendenbereich, auch eine ordentliche Unterstützung im Oberschenkelbereich, ja, Schulterpolster nicht wirklich und dann haben wir hier eine Kopfstütze, die sich dann halt in der Höhe verstellen lässt, aber nicht im Komfort, im Abstand. Wer es ein bisschen sportiver haben möchte, geht zur GT-Variante, richtig? Mhm.
aber dann halt eben auch mit einem entsprechenden Aufpreis. Was Peugeot schick macht, ist schwarzer Dachhimmel. Finde ich, ist modern, ist gut und sorgt halt für den Fokus und Blick aus dem Auto. Ich finde, dass halt so helle Innenräume zwar mehr Raum schaffen und mehr Licht geben, aber man diesen Fokus auf das Wesentliche, nämlich sein Umfeld, verliert. Wie siehst du das, Steffen? Tja, bevor man so ein Hans Kuck in die Luft ist, ne, soll man sich ja auf die Straße konzentrieren. Genau, und deswegen vermissen wir vielleicht dann nicht oder gerade doch ein Glasdach oder ein Glasschiebedach, oder? Ja. Was es hoffentlich vielleicht noch optional gäbe. Ja, Handschuhfach haben wir auch hier wieder leider nicht mit irgendwie Filz und Teppich ausgekleidet. Dafür hat es dann bei 39.000 auch nicht gereicht. Beziehungsweise unser Proband hier, der liegt bei 44.000. Finde ich halt auch irgendwie ein bisschen schade, ne? Tja, hätte man machen können, ne? Ich meine, hier außen ist der Kunststoff wieder schön gemasert, ordentliche Fußmatten. Und dann haben wir halt hier so ein Hardcore Kunststoff-Einstieg, der mit Sicherheit auch leicht zerkratzt und da auf dem Kopfsteinpflaster, wenn man alleine fährt, kann es schon mal rascheln und klappern. Aber wie gesagt, ihr sagt ja immer, ich soll mich da bei so kleineren und kompakten Elektroautos immer mal ein bisschen zurückhalten. Wahrscheinlich muss ich das auch wirklich jetzt mal annehmen, oder? Wenn die Community das so wünscht, oder? Ja, irgendwann auf jeden Fall. Nein, wir bleiben bei unserem System, dass wir halt für euch konstruktiv kritisch uns dafür einsetzen, dass ihr hochwertige Materialien bekommt, dass ihr tolle Innenräume bekommt, wo nichts raschelt und nichts klappert. Und da lassen wir uns auch nicht von den Menschen beeinflussen, die sagen, brauche ich alles nicht und halte ich damit nicht auf. Wir bleiben da bei Einfach Elektrisch so ein bisschen unserer Linie treu, oder Steffen? Ja. Steffen möchte einen Aufruf starten und was etablieren. Was wolltest du etablieren? Die Raschel- und Klapperfraktion. Ach, stark. Ja, lasst uns zurück zum Wesentlichen kommen. Ich bin 1,85 Meter groß, zarte 99,9 Kilo schwer und versuche ja wie immer in den Fond eines jeden Elektroautos mit euch einzusteigen, um euch da einfach mal die Platzverhältnisse zu demonstrieren. Na, schmollen wir wieder. Nee, überhaupt nicht. Aber ich finde es einfach schade, dass es immer noch 2024 Autos gibt, auch in so einem kompakten Segment für um und bei 40.000, die keine Mittelarmlehne haben. Ja, schon nicht toll. So, weil so ein bisschen Ergonomie und ich meine, wir gehen ja auch in eine Zeit, wo die Autos vielleicht im urbanen Umfeld mal ein bisschen kleiner, ein bisschen kompakter werden, aber trotzdem eine Nutzbarkeit haben, auch mal für die Ausflüge, für eine längere Strecke. Und da wäre natürlich hier von der Ergonomie eine Mittelarmlehne Gold wert, ne? Absolut. Ja, Beinfreiheit finde ich ist okay für die Fahrzeuggröße. Da haben wir sogar ordentlich Platz. Ich habe eine schöne Sitzposition, wenn man die Kopfstütze hoch macht, sitzt einem nicht im Nacken. Ist auch gut, dass man so runter machen kann, um die freie Sicht nach hinten zu genießen, obwohl unser Proband ja eine Panorama-Kamerasystem hat. Aber trotzdem, Rundumsicht finde ich ist immer wichtig. Was mir gut gefällt, ist, dass hier hinten alles schön mit Stoff bezogen ist, eine Tasche. Vielleicht wäre hier nochmal so eine kleine Handytasche schön. Aber was mir zum Beispiel fehlt hier hinten, ich weiß, da werden wieder einige sagen, das passt für die Fahrzeuggröße nicht. Ich brauche es trotzdem, sind halt hier Belüftungsdüsen. Ne? Ja. Finde ich, kann man auch für über 40.000 erwarten. Wir haben USB-C, USB-A-Anschlüsse und haben halt hier, guck mal, so wie so ein Kardan-Tunnel, weil der 2008er ja auf einer Mischplattform ist. Hier ist wahrscheinlich Akku-Pack mit integriert. Ja, das ist ja eigentlich bei Elektroautos sonst immer flach und schön. Ja, ich denke, zwei Erwachsene können hier mal auf der Kurzstrecke sitzen, zwei Kinder sowieso. Isofix-Befestigung haben wir Fahrer-Beifahrerseits, aber leider mit so einem Reißverschluss. Hier wäre ja schöner, wenn man einfach das Polster hätte hochklappen können oder halt so einen Kunststoffdeckel hat, den man rausnehmen kann, weil dann ist es auch viel einfacher, dann den Kindersitz hinein und heraus zu nehmen. Ja, einziges Manko ist wieder hier der harte Kunststoff, ne, weil hier kann wieder mal irgendwas klappern, rascheln etc. pp. Und es ist halt auch irgendwie so eine gewisse Wertigkeit, ne? Also wenn man dann auch hier so mit der Schulter vielleicht da so anlehnt. Naja, wie gesagt, das könnt ihr beurteilen, ist jetzt auch kein Must-Have, aber hätte ich mir schon irgendwie so ein bisschen gewünscht, ne? Ja, so ein bisschen schicker, ne? Was toll ist, auch so ein bisschen CUV-SUV-mäßig, wir haben eine schöne Kopffreiheit, weil wir halt hier nicht so ein Coupé-artige Dachlinie haben. Also eigentlich ist so ein E2008 kein klassischer Zweitwagen mehr, ne? Das ist eigentlich für viele, glaube ich, im urbanen Umfeld ein richtig toller Daily, ne? Außen haben wir euch alles gezeigt, innen haben wir euch alles gezeigt. Ich würde sagen, ich nehme euch mit zum großen Fahrbericht. Lasst uns auf Reisen gehen mit dem Peugeot E2008. Wir sind losgestartet mit dem Peugeot E2008. Und ich muss sagen, ist schon so ein bisschen straffer, das Auto, ne? Ja, der liegt ein bisschen härter auf der Straße. Ist nicht so Peugeot-smooth, wie wir es von den letzten Fahrzeugen jetzt gewohnt sind. Genau, wir sind so ein bisschen verwöhnt vom E3008 und
E308, weil der hat so dieses schöne, smooth Peugeot-Fahrwerk, wo du keine harten Stöße bekommst und. Und da ist der E2008 ein bisschen ruppiger, ne? Da ist er ein bisschen aggressiver, möchte ich fast sagen. Also da spürt man dann schon irgendwie gefühlt jeden Gullideckel, ne? Ja, schon, ja. Ein Highlight hier in der Allure-Ausstattung ist der schlichtweg einfache Tempomat, ne Steffen? Ja, kenne ich aus dem Opel. Ja, Steffen fährt ja Opel Combo E-Cargo gerne und ja, ihr könnt hier im Prinzip dann halt auch die Geschwindigkeit halt hier einstellen. Das ist irgendwie gar nicht so einfach. Da muss man sich so ein bisschen reinfuchsen. Jetzt ist er wieder aktiv. Wo kann ich die? Ah, nach unten kann ich die Geschwindigkeit reduzieren, nach oben kann ich sie erhöhen. Klingt logisch. Aber man muss halt aufpassen, weil wir halt hier einfach einen stinknormalen Tempomaten haben. Haben wir ja schon lange nicht mehr gefahren, ne? Genau, also wenn du jetzt auf 100 stellst, quasi rollst du dem LKW quasi hinten rein, weil er keine Abstandsregelung hat halt, ne? Genau, aber ich denke mal, für die meisten reicht das einfach mal eine Geschwindigkeit auf der Autobahn zu fixieren, ne? Ja. Zum Beispiel 130 km/h Richtgeschwindigkeit und dann steuert man halt selber den Spurwechsel respektive das Manöver zum Bremsen oder Beschleunigen. Ne? Also, ja, das reicht schon. Wer es halt komfortabler haben will, der bekommt mit Sicherheit in der GT-Variante auch einen Abstandsregler, oder? Richtig. Hat mich schon gewundert, warum hier das Multifunktionslenkrad rein für die Bedienung des Infotainments ist, also laut leise, Sprachbedienung, Verstellung hier des Menüs und halt hier Telefon. Aber ist ja logisch, ne? Wenn er keine Abstandsregelung am Lenkrad hat, dann hat er halt hier diesen Gubbel. Ne? Genau. Wir wollen mit euch mal die Innengeräusche messen bei 50 km/h. 56, 57 Dezibel, das ist schön leise, das gefällt mir. Wir beschleunigen auf 70. 60, 61 Dezibel, wir beschleunigen durch auf 100 km/h. Wir gucken mal, wie es bei 100 ist. Ja, 64 Dezibel, also da ist das schon ordentlich gedämmt. Ne? Ja, also, sehr gut, ja. Also wenn man das mal vergleicht mit dem VW ID.3, der hat bei 50 km/h so 60, 61 Dezibel haben wir gemessen und bei 100 sogar Mitte 70. Also da ist der Peugeot doch sehr gut verarbeitet und sehr gut gedämmt. Viele von euch nutzen den E2008 im urbanen Umfeld und da ist Wendigkeit ja eines der wesentlichen Themen. Ja, hier zur Unterstützung haben wir, wie ich finde, eine ordentlich auflösende Rückfahrkamera. Das heißt, wir können hier schön rückwärts einparken, haben die Hilfslinien, haben Abstandslinien zur Orientierung und haben natürlich auch Ultraschallsensoren, die sich dann entsprechend bemerkbar machen. Ja, ansonsten haben wir hier die Möglichkeit, halt auch mit der Panoramakamera nach vorne zu schauen. Finde ich, ist ja mega praktisch, weil wenn wir dann mal aus einer engen Einfahrt herausfahren, gerade hier so im 180-Grad-View, kann man halt sehen, kommen da Radfahrer, kommen da Fußgänger. Das ist eine tolle Orientierung und so habt ihr die Möglichkeit, halt hier unter den unterschiedlichen Systemen halt auch entsprechend hin und her zu schalten. Ja, Wendekreis sind hier beachtliche 10,5 Meter. Ich glaube, das können wir uns sogar hier mal anschauen, oder Steffen? Ja, das sollten wir hinkriegen, ja. Wie eng 10,5 Meter sein können, zeigen wir euch hier mal, indem ich um den Steffen mit dem E2008 mal herumfahre. Muss ich sagen, ist ordentlich, oder? Ja, sieht gut aus. Also das passt, glaube ich, für all diejenigen, die halt sich durch die große Urbanität quälen wollen. Da kann man halt schön mal schnell links und rechts abbiegen. Ja, für ein No-Name, ne? Wir haben keinen Markenhersteller gefunden. Das ist okay. Macht Spaß, das Soundsystem, oder? Ja. Also es reißt jetzt keine Beine aus, aber es klingt jetzt auch nicht schlecht. Ne? Also wow. Ich glaube, so für den Alltag ist das ein schönes Soundsystem, ne? Wo man ausreichend, ja, gut unterhalten wird, auch mal einen schönen Podcast hören kann. Also von daher denke ich, passt das. Ne? Das denke ich auch. Ich habe in Sport geschaltet. Okay, dann machen wir bestimmt nur 100. 115 kW, 156 PS, 260 Newtonmeter, es geht leicht bergauf. Das ist ja immer der Vorteil unserer Teststrecke. Mm. Das, was den Herstellern halt auch möglichst schwer machen. Ne? Richtig, genau. Werksangabe sind 9,1 Sekunden, der Draghi ist resettet. Machen Countdown, Steffen. 3, 2, 1, go! Und er presst uns in die Sitze. 30, 50, 70...
90, 100. Und wir machen den Bremstest, gehen hier mal voll in die Klöten. Und da muss ich sagen, holla die Waldfee, das sind aber ordentliche Bremsen, ne? Oh ja, der, ja. Lasst uns den Blick auf den Draghi werfen. Wir sind 0 auf 100 in 11,4 Sekunden. Wir ziehen ja hier immer großzügig 2 Sekunden ab. Also er sollte die Werksangabe erreichen. 0 auf 50 in 4,41 Sekunden, 0 auf 60 in 5,28 Sekunden. Das sind, glaube ich, solide Werte, weil diejenigen, die sich so ein Auto in der Größe und mit der Leistung kaufen, die wollen wahrscheinlich jetzt keinen Supersportwagen erwarten, oder? Ja, und die siehst du auch selten, glaube ich, bei so einem Viertelmeilenrennen, ne? Also dementsprechend ist das okay. Also ich glaube, man hat hier ein Auto, wo man hervorragend mit cruisen kann. Leider nicht in dieser Smoothität des E3008, das muss man fairerweise dazu sagen. Ja. Der kostet aber auch noch mal eine ganze Schippe mehr. Und ist auch noch mal gute 20 cm größer. Also von daher muss man hier vielleicht in Sachen Komfort ein paar Abstriche machen. Aber ansonsten, glaube ich, so im urbanen Umfeld hat man einen tollen Daily, oder? Das denke ich auch. Damit kann man schön durch die Stadt cruisen und flitzen. Ja. Und mit den 50,8 Kilowattstunden netto sollte man realistisch, meine ich, auch so 220 Kilometer Reichweite erfahren im Sommer. Also kann damit halt auch mal einen schönen Ausflug machen. Und ansonsten lädt man ja 10 auf 80%, so in gut 28, 30 Minuten am CCS mit 100 kW im Peak. Ist ja dann auch eine ordentliche Nachladegeschwindigkeit, um dann wieder weitere 150 bis 180 Kilometer zu kommen, oder? Ja, schon. Frage ist natürlich, Steffen, würdest du so ein E2008 auch nochmal mit einem zweiten Akku-Pack, also irgendwie, ich weiß nicht, 70, 80 Kilowattstunden, was würdest du davon halten? Doch, würde ich schon cool finden, ne? Dass man zumindest die Option hat. Ne? Weil es, klar, es gibt ja welche, denen reicht das, ne? Die wollen auch gar nicht mehr haben, weil sie vielleicht wirklich nur um Klumpen fahren. Aber so für die, die vielleicht auch mal so ein Stück Langstrecke fahren wollen oder jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, von uns Mecklenburg mal nach Sachsen-Anhalt fahren, Verwandtschaft besuchen oder sowas, ja, für die würde sich das halt schon anbieten, so 75, 77 Kilowattstunden, ne? Wenn du die nutzen kannst, klar. Und dass Peugeot große Akkus kann, sehen wir ja im E3008 mit 73 Kilowattstunden netto, respektive dann sogar 98 Kilowattstunden netto im Herbst. Also von daher bietet Peugeot ja so als französischer Händler auf Stellantis-Basis auch ein gutes Potpourri mit seinen Autos inzwischen. Ne? Absolut. Ich habe wieder mal den Tempomaten ohne Spurhalteassistenten, ohne Lenkassistenten, einfach mal manuelles Reisen mit Geschwindigkeitshalten aktiviert, um auf den Reisekomfort mit Steffen zu kommen und Steffens Popometer. Was sagt das denn? Ja, also ich muss sagen, die Sitze sind okay, die sind bequem, kann man drauf auf jeden Fall sitzen. Ja, wir haben es ja vorhin schon gesagt, der ist halt ein bisschen härter, ist nicht ganz so smooth wie die anderen Peugeot, die wir hatten. Also so gut, Wandbewegungen hat er jetzt eigentlich auch keine groß, wenn du es jetzt nicht wieder übertreibst. Ja, okay, er hat doch Wandbewegungen, also Ausschlusskriterien. Das ist ja wieder eine Anwendungssache, weil man kriegt natürlich jedes Auto zu wanken, macht das bitte nicht nach. Ich habe natürlich hier drauf geachtet, dass wir halt hier auch keinen entsprechenden Verkehr haben, den wir in irgendeiner Form gefährden oder beeinflussen können. Es geht ja hier auch darum, euch mal so einen Überblick zu verschaffen. Und ich finde den Fahrkomfort echt angemessen für die Größe. Ich glaube, dass das für viele völlig ausreichend ist, auch den Maßstab an so ein Auto definiert und damit halt im Alltag gut klarkommt, oder? Ich denke auch. Also auch gerade mit dem kleinen Wendekreis, was du hier hast mit 10,5 Metern, der ist ideal für die Stadt. Also muss ich wirklich sagen. Und damit lasst uns zum Fazit kommen, zum Peugeot E2008. Ich finde das Update richtig gut, bis auf die Haifischflosse, habe ich euch ausführlich meine Meinung zu gesagt. Aber ansonsten optisch sehr gelungen, LED-Scheinwerfer, ein paar technische Finessen, Apple CarPlay, Wireless. Hier ist eigentlich alles an Bord, was man an so ein Auto in der Größe, finde ich, erfordert. Ja, Anhängerkupplung wäre vielleicht für viele nochmal eine schöne Sache gewesen, um mal ein paar Gartenabfälle oder kleine Dinge zu transportieren oder auch etwas größere Dinge natürlich. Also von daher ist da Luft nach oben. Ja, Startpreis dann in der Active-Ausstattung ab 39.000 mit 100 kW, 136 PS und ich glaube auch dem kleineren Akku-Pack, wenn ich das richtig verstanden habe. Da habt ihr also 50 Kilowattstunden brutto und ich glaube 47 Kilowattstunden netto entnehmbar. Ist natürlich ein ordentlicher Schluck aus der Pulle, ne? Ja, auf jeden Fall, ja. Wenn man da mal ins Verhältnis setzt, wohl eine kolportierte Leasingrate so ab 2,89 beginnt, ist er in jedem Fall auch mal deutlich teurer als asiatische Wettbewerber, so ehrlich muss man auch sein.
Ja. Ne, da gibt es teilweise diverse gute Leasingangebote, auch unter 200 Euro. Und da würde ich mir einfach bei Peugeot wünschen, dass man diese Spreizung zwischen Verbrenner und Elektromobilität schließt. Da liegen ja mal locker 13.000 gefühlt dazwischen, weil ich mir einfach auch nicht erklären kann, was ist jetzt an so einem Elektroauto bei jedem Respekt vor Akkupreisen und. Die Batteriepreise sind ja auch gefühlt halbiert inzwischen. Dann noch so viel teurer, oder? Ja, irgendwann kann man es auch nicht mehr im Guten erklären. Ne? Früher hat es ja die Umweltprämie, also die Förderung der BAFA so ein bisschen kompensiert mit fast 10.000 Euro. Die ist ja jetzt seit 8 Monaten weg. Also demzufolge, finde ich, müssen die Autohersteller einfach gucken, dass sie da preisinteressanter die Autos anbieten, oder? Wenn die Möglichkeit besteht, auf jeden Fall. Weil für all diejenigen, die vielleicht auch die Möglichkeit haben, zu Hause zu laden, ist der E2008 ja fürs urbane Umfeld, glaube ich, genial, oder? Absolut, ja. Und selbst für diejenigen, die an der Laterne stehen, klar, die müssen dann mal alle paar Tage vielleicht 3-4 Stunden nachladen. Aber ich glaube, du kannst so ein Auto in der City so mit 12-13 Kilowattstunden pro 100 Kilometer bewegen. Ja. Dann über Land wird er natürlich entsprechend, je schneller die Geschwindigkeit ist, dann halt auch höher im Verbrauch. Aber so kommst du ja auf eine urbane Reichweite im Sommer. Würde ich jetzt mal mutmaßen, schon von bis zu 400 Kilometern, ne? Ja, dicke, schätze ich auch, ja. Das heißt, runtergebrochen auf irgendwie 35 Kilometer im Alltag, schaffst du ja schon so 11 Tage ohne Nachladen, ne? Ja. Dann mit dem Schnelllader halbe Stunde wieder gut aufgefüllt oder halt 3-4 Stunden an AC wieder aufgefüllt, ist das ja auch für Laternenparker vielleicht durchaus eine interessante Option, oder? Sollte man sich mal anschauen, ja. Und deswegen können wir euch nur nahelegen, mal zum Peugeot-Händler eurer Wahl zu gehen. Gerne zum Autohaus Böttche, was es ja mit mehreren Filialen hier im Nordosten gibt und was uns ja auch diesen Probanden heute wieder mal dankenswerterweise zur Verfügung gestellt hat. Ja, wir sind am Ende des Videos. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr bewertet es mit einem Daumen hoch. Schaut bitte gerne nochmal nach, ob ihr Teil der einfach elektrisch Community seid. Denn wenn nicht, würden wir uns freuen, wenn ihr uns einerseits mit dem Abo unterstützt und andererseits bekommt ihr dann auch immer die neuesten Videos rund um die Elektromobilität. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bleibt gesund und bis bald, euer Olli. Du, Steffen, wie kann man eigentlich beim Vor-Facelift keine Haifischflosse haben und beim Facelift so ein Ding da wieder raufsetzen? Du, mir will das auch nicht in den Kopf. Ne? Wie kann man denn eigentlich einen Schritt zurückgehen, wo man eigentlich schon die perfekte Lösung hatte? Ja.